Also, zweiter Versuch. Diesmal lese ich aber nicht alles vor. Ich locke auch mal, weil ich mich nicht spoilern mag. Ja, ach, du willst es auch spielen, Pando? Und hast das noch nicht? Das ist ja schon einen Monat draußen. So, okay. Stray, wir spielen eine Katze in einer vergessenen alten Stadt, die irgendwie Cyberpunk-mäßig designt ist. Und es gibt wohl Rätsel zu lösen. Sowohl oben als auch unten stand es in der Steam-Beschreibung. Und die Beschreibung hat mir gespoilert, dass wir wohl noch einen kleinen Begleiter kriegen. Ich bin gespannt. Hat mittlerweile ganz gute Kritiken bekommen. Am Anfang, bevor es rauskam, dachte ich mir, warte ich lieber erstmal ab. Ich glaube, die ersten ein, zwei Berichte, die ich gelesen habe, waren auch nicht so gut. Aber mittlerweile kommt das durch die Bank gut weg. So, Spieldauer soll 4 bis 6 Stunden sein. Das ist relativ wenig, dass es 27 Euro kostet. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich da locker 8 draus machen kann. 8 bis 10. Also so Main plus Extras, Main Story plus Extras soll wohl bei Casual Play 9,6 Stunden im Schnitt sein. Bei How Long to Beat kann man das einsehen. Ich glaube, ich mach's doch ein Ticken. Nee, hat die Lautstärke so gepasst mit dem Gewitter? Neues Spiel. Ansonsten bitte rufen. Also jetzt an den Chat. Ich kann das anhand des Pegels ja nicht mehr einschätzen. Das geht ja nicht. Ich kann das Spiel noch lauter machen, wie ihr gesehen habt. Ich bin auch gespannt als alter Katzenliebhaber. Aber guck mal, die Wäsche ist schon mal ganz schön. Kiesing, einen schönen guten Abend. Übersteuerst du noch oder spielst du schon? Ey, jetzt verunsichere mich nicht. Ich weiß. Den Smiley habe ich gesehen. So, bis hierhin habe ich gespielt. Weiter kenne ich das Spiel auch nicht. Nee, falsch. Ich habe Folgendes noch gemacht. Das habe ich gemacht. Und ich habe das gemacht. Und mehr habe ich vom Spiel nicht gesehen, habe ich mich wieder ausgelockt. Dann dachte ich mir, jo, gleich für gut befunden. Erstmal ausprobieren, was wir machen können. Ah, cool. Mit B kann ich mounten. Dann kann ich aber nicht laufen, dann kann ich nur gucken. Okay. Steuerkreuz nach unten ist eigentlich die Hilfe. Aber okay, habe ich. Gibt es jetzt gerade nicht. Und das soll irgendwie zentrieren sein. Ach so, okay, gut. Ach, wie süß. Ach, sehr schön. Ach, wie toll. Unsere Katze hat auch so ausgesehen. In schwarz. Tatsache, ich soll mich da auch hinlegen. Boah, oh, wie zum Henker sind wir denn hier hochgekommen? Weißt du, auf anderen Streaming-Kanälen ist diese Szene in 10 Sekunden abgehandelt, aber ich kann mich hier eine halbe Stunde schon aufhalten.
find's klar, ich find's schon, ich mag Katzen. Ich liebe Katzen. Wir werden viele Fotos machen. Oh, Schmetterling! Wo ist denn die vierte? Ach so, ich bin die vierte, gut. Innerhalb der Mauer. Okay, ist oben, konnte ich gar nicht lesen. Salton lauter? Hört ihr das Schnurren und das Maunzen? Wenn ihr das nicht hört, muss ich es lauter machen. Okay. Ach nee, kann man ja wieder anmachen. Na, Blackie? Mhm. Wo ist denn die dritte? Da hinten hin? Ja, doch, die dritte. Oh ne, okay. Ins Wasser nicht freiwillig, ne? Aha. Über rumlaufen, ich muss ja mal gucken, ob... Cool. Ich muss ja mal gucken, ob wie das Spiel so drauf ist. Ob hier in den Ecken irgendwas schon zu holen ist oder so. Wahrscheinlich nicht. Aber muss man ja mal gucken. Ich habe kürzlich ein YouTube-Video gesehen, da hat jemand seiner Katze wohl eine kleine Kamera um die Brust gehangen und die war den ganzen Tag draußen. Und dann siehst du, dass das war so eine Katzengruppe mit so, weiß nicht, 5, 6, 7 Tieren irgendwie da draußen, die sich dann in der Wildnis getroffen haben. Man hat richtig gesehen, dass sie so schon ihren festen Kreis haben, in den sie sich da bewegen. Ne? Und die soziale Interaktion von Katzen besteht zu 95% aus ich rempel dich mal an. Hat man da auch gesehen. Das war total interessant. Haben wir was gefangen? Eine Fliege? Oh. Controller ist ein bisschen empfindlich, aber geht. Cool. Das macht Spaß.
Echt jetzt? Ernsthaft? Ja klar, sicher. Spider-Man ist ein Dreck dagegen. Kommst du mit rauf? Das ist cool. Bembel, einen Abend. Steuerung, kann man die Empfindlichkeit, nee, nur die Blickempfindlichkeit kann man einstellen. Leider nicht die, Und jetzt stelle ich mir dieses Spiel noch in VR vor. Ja, und dann fragt dich deine Frau, warum die Rauffaserbiete wieder zerkratzt ist, ne? Das geht aber tief runter da. Kann man denn runterfallen? Nee. Wir haben noch gar keine Vorhersage, ne? Juwelenabend. Begrüßungsbiau an alle. Miau. Das haben wir uns auf dem Balkongelände auch immer gemacht. Da kriege ich jedes Mal noch Angst. Wenn wir jetzt hier noch freie Kamerafahrten hätten, ne? Das wäre... Hat das Ding Ansel drin? Nee, Fotomodus hat es nicht drin. Ne? Es hat keinen Fotomodus drin. Ah, ich will einen Fotomodus haben da drin. Warum läuft sie denn da unten entlang? Ja, da macht wohl seinen Weg da, ne? Human Personal. Only. Okay. Nur Menschen. Halte A, um Sprünge zu verknüpfen. Ja, mache ich doch. Cool. Warum läuft sie da lang? Weil sie es kann. Weil wenn wir müssen sich da in der Spielzeit nicht in Stunden, sondern nach 2564 Fotos ist das Spiel zu Ende. Eisblume, einen schönen guten Abend. Ja, ein schönes Spiel. Also ich kenne ja, ich habe ja noch nicht viel gesehen, aber es ist so, ich könnte mich jetzt schon, es ist jetzt schon toll. Man hat mir nur auf YouTube schon gesagt, immer wenn du Y drücken kannst, drück Y. Aber das versteht sich ja von allein, das muss man mir gar nicht sagen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich meinen Artgenossen demnächst verlieren werde. Ich bin der Einzige, der hier bummelt, ne? Guck sie dir an. Kasafir. Guten Abend zusammen. Danke erstmal für die 16 Monate. Ein schönes Wochenende. Die ebenso. Hab mir das Spiel gerade auf Steam angeschaut. Wie spielt es sich denn bis jetzt? Ich spiele es jetzt seit 17 Minuten und habe ungefähr 2 Minuten Laufweg hinter mir. Die restlichen 15 Minuten habe ich mir Sachen angeguckt und gemaunzt. Super. Wenn du Katzen magst. Ich kann dir über das eigentliche Spiel noch überhaupt nichts sagen, wie das ist. Aber wenn du Katzen magst, das waren die besten 17 Minuten langer Zeit. So. Wenigstens ist denen nichts passiert. Okay, das kriegt jetzt schon einen ganz anderen Charakter. Eben war es noch schön. Ich liebe Katzen, haben selber zwei. Ja, dann. Rufen die nach mir? Die rufen nach mir, ne? Ja, verdammt. Hä? Wieso bin ich denn tot? Nee, bin ich nicht. Bin eingeschlafen. Was ist denn... Ich bin jetzt nicht gestorben, ne? Ich glaube jetzt nicht. Okay. Lang lebe der, ach egal, der was. Ein Glück, dass Katzen keine Lager vollziehen können. Hi. Das sah so aus, als wäre ich da eben auf die Sekunde, mal kurz. Das Spiel muss genau 0 mal in Stray gestorben. So, genau. Das sah so aus, komisch. Okay, ich kann den ganzen Kram hier durch die Gegend schieben. Das heißt, ich kann auch Krach machen. Eigentlich kann man Licht anmachen. Ich habe mir vorwiegend die Steuerungsbelegung mal durchgeschaut, aber... Aber hier ist nicht mehr schön. Wie gesagt, wenigstens ist mein Freund nichts passiert, nur ich bin herangekommen. Das ist ja schon mal etwas. Also die Alles-Anlecken-Regel, die ignorieren wir hier mal, würde ich sagen. Komme ich hier nicht hoch? Wahrscheinlich nicht. Nee.
Es ist, wie gesagt, keine Open World. Es ist so recht linear. Ich kann mir selbst in den Hintern schauen. Wer kann das von sich schon behaupten? Aber okay, gut. Errungenschaft freigeschaltet. Fehlsprung. Was heißt Fehlsprung? Fehlsprung. Das ist, ich weiß nicht, das Spiel kritisiert mich direkt in der ersten Minute. Das finde ich nicht gut. Totenstadt. Das muss ja nichts heißen. Ne? Oh Gott! Ich bin erschrocken. Einer versteckt sich doch hier. Habe ich doch eben gesehen. Wo ist er hin? Warum kann ich nicht auf die Kisten springen? Na gut. Gefällt mir nicht. Kann ich die hauen? Nee, darüber springen kann ich nicht. Höher kann ich auch nicht. Clever, wieso nickt die denn die Kamera? In den Hintern schauen, wie sind. Ja, das ist, kann ich nicht beantworten. Lange lebe der König und so. Mustafa, okay. Hat Wellen Schausch den ganzen Buch? Meine Quellen sagen nein. Meine Oma sagt immer, sie hat dritte Zähne gern. Kann sich endlich in den Hinterweisen. Okay. Also in den, auf den Fotos bei Steam war die Stadt aber bunter, muss ich sagen. Ja, ich spiele mit Gamepad. Also das wurde direkt beim Start empfohlen, das Spiel soll sich am besten mit Gamepad spielen. Kannst auch mit Maus. Ich habe jetzt Blickumkehr, deshalb kriege ich gerade nichts geschissen damit. Aber geht sicherlich auch mit Maus und Tastatur. Da musst du aber die Mausempfindlichkeit runterdrehen. Kannst du leider nicht im Spiel. Also im Spiel gibt es keine... Doch, Blickempfindlichkeit kannst du einstellen. Blickempfindlichkeit kannst du einstellen. Ich glaube, das müsste man eigentlich ja auch anhand der Drehung merken. Mit der Kamera. Dass man mit Controller spielt. Ich finde, man sieht das meistens, ob jemand Controller spielt oder nicht. Weil es dann etwas... etwas sanfter alles aussieht. Warum kann ich hier oben rauf? Das sollte ich mir vielleicht bei dem Spiel gar nicht so oft fragen, oder? Mich. Mies, da Stacheln drauf zu machen. Normalerweise könnte man auch auf die Jalousie und dann darauf und dann darauf, aber macht er nicht. Ich halte mich hier viel zu lange auf. Oh,
Ist nicht mehr alles logisch, was Katzen tun, das stimmt. Folge der weißen Katze. Ich dachte mal, es wäre ein Kaninchen gewesen. Jetzt wissen wir es besser. Folge der weißen Katze. Hat sie die Kamera ausgeschaltet jetzt? Die Kamera hat sich jetzt ausgeschaltet, nachdem ich da oben angekommen bin. Warum? Lone Wolf! Vielen lieben Dank für 13 Monate Luisa. Dankeschön. Guten Abend. Na? Na, theoretisch? Okay. Für irgendwas werden die wohl gut sein, ne? Gleich. Randaliert hier. Kann ich damit auch hochspringen? Ja. Das sieht böse aus. Das wird wohl halten, ne? Konifuzius, vielen lieben Dank für die 200 Bits. Mein Name ist Eimer Kitty. Eimer, Kitty Eimer, genau. So sieht das aus. Das wird wohl halten. Keine Ahnung. Warum da unten mehrere Eimer stehen, aber... warum habe ich die jetzt so weit runtergekippt? Kann ich die auch in die Richtung kippen hier? Nee, die muss ich runterschmeißen. Okay, nur damit ich es lerne. Okay, ich kann Dinge runterschmeißen. Machen Katzen ja höchst selten. Eigentlich. Paint. Okay. Warum soll ich denn die Farbe hier nach unten kippen? Erkenne ich gerade keinen Sinn drin. Außer, dass wir es machen können. Thank you.
Vergiss es, ich bin tiefenentspannt in dem Spiel. Ja, also ich glaube, Schreie werden heute gar nicht funktionieren. Das ist ja wie Urlaub hier gerade. Was für ein Sprung. Das war mein... Oh, jetzt hat es geruckelt. Das war mein Point of No Return. Nur hat sie was kaputt gemacht. Fionina, ebenfalls lieben Dank für die 200 Bits. Einen schönen guten Abend, schönes Wochenende. Du hast dich gerade beschwert, dass es nicht bunt genug ist. Ja, das stimmt, da hast du recht. Okay, das Spiel zwingt mich jetzt auch in diese Perspektive. Also ich kann jetzt auch gar nicht mehr anders. Motte. Schmetterling oder Motte. Oder eine Schmettermotte. Erstmal in fremde Wohnung gehen, den Teppich kaputt machen. Okay, so ist gut. Jetzt geht es besser. Ich muss überall mal raufspringen. Es geht nicht anders. Oh, geht das Spiel? Geht denn die Uhr? Die 16-Stunden-Tage? Kann man machen. Gut. 11. Oktober. Ein Monat nach Charity. Ich muss unbedingt an jedem Teppich kratzen, an den ich vorbeikomme. Gib mir dir einen Namen. Böser Schmetterling. Ja, ja. Vielleicht gibt es einen Achievement, wenn ich alles ankratze. Das kann ja sein. Aber da können wir da auch schon dran kratzen an dieser Couch. Oh, Wasser. Also falls man in diesem linearen Spiel nicht weiß, wo man hin soll, immer den Monitor falten. Kratzen ist das neue Anlecken. Ja, genau, sozusagen. Ich finde es schön gemacht. Ich finde es schön gemacht.